Die SPD hat den Zuschlag zu den drei Schlüsselministerien Außen, Finanzen sowie Arbeit und Soziales laut CSU-Chef Horst Seehofer zur Bedingung für eine Zustimmung zur Großen Koalition gemacht. Die SPD habe sehr beharrt, dass sie diese drei Ministerien will, dass sie sonst nicht in die Regierung eintreten kann, sagte Seehofer am Donnerstag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten. Die Debatte darüber habe stundenlang gedauert, auch mit stundenlanger Sprachlosigkeit. Für die CSU sei dann am Ende das tragende Argument für das Bundesinnenministerium als wichtigstes CSU-Ressort gewesen und dass die Christsozialen bereits seit einem Jahr um den Zuschlag für dieses Ressort gekämpft hätten. Seehofer bestritt, dass die CSU sich bereits für Generalsekretär Andreas Scheuer als Bundesverkehrsminister und Dorothee Beer als Bundesentwicklungsministerin entschieden habe. Ich habe keinen Namen genannt, deshalb kommt jeder in Frage, der genannt wird, und auch jeder nicht, sagte er. Erst nach dem SPD-Mitgliederentscheid werde es Entscheidungen geben.